Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, wir können so langsam anfangen, während sich der eine oder andere sich noch einwählt in die Videokonferenz. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Online-Seminar mit dem Titel Deutschland tabakfrei bis 2040, ein wichtiger Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, Sie heute durch das Programm zu führen. Mein Name ist Daniel Kotz vom Institut für Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und ich würde ganz kurz etwas sagen zum Ablauf heute. Wir haben zwei Referentinnen, die ich gleich auch nochmal einzeln vorstellen werde, die jeweils einen kurzen Vortrag halten werden und mit denen wir dann auch nachher ins Gespräch kommen können. Die Veranstaltung wird live auf Facebook gestreamt und auch aufgezeichnet, um dann auch später auf dem YouTube-Kanal von Unfair Tobacco Online abrufen zu können. Als Teilnehmer sind Sie automatisch auf Stumm geschaltet und es gibt auch keine Videoübertragung, aber Sie können, und das dürfen Sie auch sehr gerne, den Chat bzw. das Frage-Antwort-Tool nutzen, was bei Ihnen unten im Bild zu sehen sein müsste. Also wir freuen uns, wenn Sie auch schon, gerne auch schon während der Präsentation anfangen, eventuelle Fragen, die Sie haben, dort gerne über dieses F und A-Tool mit diesen kleinen Sprechblasen dort zu stellen. Und wir würden dann versuchen, nach dem jeweiligen Vortrag und wenn noch Zeit ist, auch gegen Ende dieses Seminars so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, die eine oder andere kürzere Frage direkt im Chat beantworten. Aber das kriegen wir gut hin, soweit, denke ich. Ja, worum geht es heute in diesem Online-Seminar? Es geht um die Strategie für ein tabakfreies Deutschland. Das ist ein Papier, an dem über mehrere Monate eine Gruppe von Expertinnen und Experten unter Leitung des Deutschen Krebsforschungszentrums gearbeitet hat. Und die ist, ich glaube, zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai diesen Jahres veröffentlicht worden. Und ich glaube, aktueller Stand ist, dass 56 Organisationen aus den Bereichen Gesundheit, Kinderrechte und nachhaltige Entwicklung diese Strategie auch offiziell unterstützen. Wie kann man das einordnen in die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN? Die wurden im Jahr 2015 verabschiedet. Es gibt 17 solcher Ziele. Und insbesondere relevant in unserem Kontext ist das Ziel Nummer 3, was sich auf Gesundheit bezieht. Dort geht es unter anderem um die Reduzierung vorzeitiger Todesfälle durch nicht übertragbare Krankheiten und vor allen Dingen auch insbesondere um die Umsetzung der Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle der WHO. Es gibt aber auch noch weitere Entwicklungsziele, die in dem Kontext, worüber wir heute sprechen, interessant sind. Das ist das erste Entwicklungsziel, was sich auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen bezieht und weitere Entwicklungsziele, die sich vor allen Dingen um den Schutz der Umwelt bemühen. Ja, ich sehe, dass wir insgesamt jetzt bei 25 Zuschauern sind und glaube ich, dass wir so langsam auch mit dem inhaltlichen Teil starten können. Das heißt, dass ich jetzt mich freue, Frau Laura Grähn begrüßen zu dürfen in diesem Online-Seminar. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Krebsforschungszentrum und sie war federführend bei der von mir gerade genannten Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2014, 2040, Entschuldigung. Und ich denke, dass Frau Grähn uns jetzt zunächst einmal ein bisschen mitnimmt in dieses Positionspapier und uns die wichtigsten Eckpunkte dazu erläutern wird. Und darauf freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank schon mal. Hallo, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar und danke für die nette Einleitung. Ich möchte Ihnen die Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040 vorstellen. Ich hoffe, man kann meine Folien alles gut sehen, aber ich glaube, ich würde vom technischen Support hören, wenn das nicht so wäre. Alles wunderbar. Ich gliedere meinen Vortrag in 4 Punkte. Zunächst zum Hintergrund. Warum brauchen wir eigentlich so eine Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040? Außerdem, wer steht dahinter? Wer hat daran gearbeitet? Da hatte Daniel Kotz auch schon so ein paar Dinge zu erzählt. Dann gehe ich näher auf die Strategie ein. Was ist das Ziel der Strategie und was sind die konkreten Maßnahmen in der Strategie?
Zunächst zum Hintergrund. Warum brauchen wir das eigentlich, so eine Strategie? In Deutschland sterben jährlich 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Das entspricht durchschnittlich einem Todesfall alle 4 Minuten. Gleichzeitig ist Deutschland im europäischen Vergleich das Schlusslicht, was die Regulierung von Tabak angeht. Also hier sehen Sie auf der rechten Seite die European Tobacco Control Scale von 2019. Das ist die letzte, die es gibt. Und da ist Deutschland von 36 Staaten auf dem letzten Platz gelandet. Außerdem ist die Tabakindustrie die einzige Industrie, der es erlaubt ist, ein Produkt zu vermarkten, das bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Hälfte der Konsumierenden tötet. Das ist eine unglaubliche Privilegierung dieser Industrie zum Schaden der Bevölkerung. Diese Privilegierung muss beendet werden und die Tabakindustrie muss endlich streng reguliert werden. Wer steht hinter der Strategie? Dazu hat Herr Kotz ja auch schon ein paar Worte gesagt. Federführend waren wir am DKFZ, das heißt vor allem Katrin Schaller und ich. Wir haben den Prozess dazu angestoßen und dann mit einer Arbeitsgruppe aus GesundheitsexpertInnen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft mit der zusammengearbeitet. In der Arbeitsgruppe waren auch Daniel Kotz und Sonja von Eichborn beteiligt, für deren Unterstützung ich mich nochmal herzlich bedanken möchte. Die Arbeitsgruppe war maßgeblich daran beteiligt, dass diese Strategie umfassend und durchdacht ist, weil dadurch verschiedene Expertisen und auch Perspektiven eingebracht wurden. Unterstützt wird die Strategie von mehr als 50 gesundheits- und zivilgesellschaftlichen Organisationen und das macht sie zu einer Art Konsenspapier der Tabakkontrollbewegung in Deutschland. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der niemand mehr an den Folgen des Tabakkonsums erkrankt oder stirbt oder von Nikotin abhängig wird. Daher wollen wir bis 2040 ein tabakfreies Deutschland erreichen. Das bedeutet, 2040 konsumieren weniger als 5% der Erwachsenen und weniger als 2% der Jugendlichen in Deutschland Tabakprodukte, E-Zigaretten oder andere verwandte Erzeugnisse. Die Strategie trägt auch dazu bei, nationale und internationale Ziele zu erreichen. Zum Beispiel hat auch die Europäische Union in diesem Jahr mit Europe's Beating Cancer Plan das Ziel gesetzt, bis 2040 soll die Europäische Union tabakfrei werden. Außerdem trägt die Strategie dazu bei, die Ziele der Agenda für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, insbesondere Ziel 3.4, die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nicht übertragbaren Krankheiten um ein Drittel zu senken. Und Ziel 3.a, das internationale Tabakkontrollabkommen FCTC umzusetzen, das auch Deutschland ratifiziert hat. Nun zu den konkreten Maßnahmen. Wir haben als Arbeitsgruppe 10 Maßnahmen ausformuliert, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf dem WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs FCTC basieren. Zu den Maßnahmen gehören deutliche Tabaksteuererhöhungen, Tabakentwöhnung, Verbot von Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabak und verwandte Erzeugnisse, Reduzierung der Verfügbarkeit von Tabak, Schutz vor Passivrauchen, Kinderrechte in Bezug auf Tabak konsequent umzusetzen, Aufklärungskampagnen, in der Entwicklungszusammenarbeit Tabakkontrolle zu fördern, darauf wird Sonja dann später noch näher eingehen und politische Entscheidungen vor der Beeinflussung durch die Tabakindustrie zu schützen und die Maßnahmen natürlich regelmäßig zu überprüfen und auch weiterzuentwickeln. Das Ganze ist als ein Prozess gedacht. Um das Ganze noch konkreter und damit für die Politik umsetzbarer zu machen, denn diese Strategie richtet sich vor allem an die Politik, die es umsetzen soll, haben wir alle Maßnahmen in einzelne Schritte und Teile untergliedert. Und außerdem haben wir einen Zeitplan entwickelt, der in Phasen von jeweils 5 Jahren aufgeteilt ist und so eine gewisse Flexibilität außerdem bietet. Diese Phasen sind 2021 bis 2025, 2026 bis 2030 und so weiter. Zur ersten Maßnahme, Tabaksteuern. Tabaksteuern sind die effektivste Maßnahme, um Rauchende zum Rauchstopp zu bewegen und Kinder und Jugendliche davon abzuhalten, das Rauchen zu beginnen. Studien zufolge führt eine Erhöhung der Preise um 10% zu einer Reduzierung des Konsums um etwa 5%, weil Menschen entweder ganz aufhören zu rauchen oder zumindest weniger konsumieren. Wir fordern daher jährliche deutliche Steuererhöhungen, die die Preise um mindestens 10% erhöhen.
Außerdem müssen Zigaretten und Feinschnitt sowie andere ähnliche Rauchtabakprodukte gleich hoch besteuert werden. Im Moment ist Feinschnitt deutlich günstiger und das führt dazu, dass Rauchende auf Feinschnitt umsteigen, anstatt mit dem Rauchen aufzuhören. Die im Juni verabschiedeten Tabaksteuererhöhungen bleiben weit hinter diesen Forderungen zurück. Leider sind die Steuern auf Zigaretten und Feinschnitt viel zu niedrig ausgefallen. Und das wird uns auch die nächsten 5 Jahre leider dann weiter beschäftigen. Die zweite Maßnahme ist, die Tabakentwöhnung zu stärken. Werden Rauchende mit evidenzbasierten, kostenfreien Therapieangeboten beim Rauchstopp unterstützt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Ausstieg deutlich. Leider sind solche Unterstützungsangebote in Deutschland derzeit sehr selten. Und die meisten versuchen es dann ohne diese Unterstützungsangebote. Beispielsweise erhalten weniger als 4% der Rauchenden bei einem ärztlichen Kontakt ein Angebot für die Unterstützung beim Rauchstopp. Nur 4%. Deshalb fordern wir, dass Tabakentwöhnung durch die Krankenkassen erstattet wird. Außerdem sollen alle Gesundheitsberufe in Bezug auf Tabakentwöhnung geschult werden. Das heißt, die Integration in Studium und Ausbildung sowie Trainings- und Informationskampagnen für diejenigen, die schon im Beruf stehen. In der Gesundheitsversorgung soll die Erhebung und Dokumentation des Rauchstatus zum Standard werden. Das ist leider immer noch nicht überall der Standard. Und nach soll die Zahl an Kurzinterventionen und Unterstützungsangeboten gesteigert werden, sodass Rauchende mehr Unterstützungsangebote bekommen, wenn sie mit ärztlichem Personal oder anderem Gesundheitspersonal darüber sprechen. Die dritte Maßnahme bezieht sich auf die Tabakwerbung. Tabakwerbung verleitet Kinder und Jugendliche dazu, mit dem Rauchen anzufangen und erhöht insgesamt den Tabakkonsum. Außerdem hält sie Menschen vom Rauchstopp ab. Derzeit ist Tabakwerbung, Promotion und Sponsoring in Deutschland allgegenwärtig. Auch mit dem stufenweisen Plakatwerbeverbot, das letztes Jahr verabschiedet wurde, bleiben der Industrie bedeutende Werbekanäle, insbesondere was zum Beispiel Werbung am Verkaufsort angeht. Und schon jetzt fließen 60% der Werbebudgets in Promotion und Sponsoring und eben nicht in zum Beispiel die Plakatwerbung, die ab nächstem Jahr stufenweise verboten sein wird. Deshalb fordern wir, dass ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte und verwandte Erzeugnisse eingeführt wird, das auch Werbung am Verkaufsort einschließt, Promotion einschließt, Sponsoring und Corporate Social Responsibility einschließt. Außerdem fordern wir die Einführung von standardisierten Verpackungen, sogenannten Plain Packs, wie da rechts im Bild zu sehen sind, diese hässlichen grau-grünen Verpackungen. Die steigern die Wirksamkeit der Warnhinweise, motivieren zum Rauchstopp und nehmen der Industrie eine weitere Werbeplattform. Zigaretten werden meiner Meinung nach durch die bisherige bunte Darstellung mit Logos und so weiter verharmlost. In der vierten Maßnahme wollen wir die Verfügbarkeit von Tabak und verwandten Produkten deutlich reduzieren. In Deutschland gibt es derzeit etwa 390.000 Verkaufsstellen für Tabak. Also in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken, Drogerien, Schreibwarenläden, Automaten und Fachgeschäften kann man Tabak kaufen. An Automaten und in Tankstellen sind Zigaretten quasi rund um die Uhr verfügbar. Das heißt, ein Kind, das sich einen Saft kaufen möchte, wird fast zwangsläufig mit Zigaretten konfrontiert. Und es ist einfacher, Zigaretten zu kaufen, als zum Beispiel frisches Brot am Abend oder am Wochenende zu bekommen. Das sind auch ständige Kauf- und Rauchanreize für Rauchende, die aufhören wollen mit dem Rauchen. Deshalb fordern wir, dass die Verfügbarkeit von Tabak und verwandten Erzeugnissen drastisch reduziert wird. Das heißt, Automaten sollen verboten werden, Tabak und verwandte Erzeugnisse in Geschäften verdeckt in geschlossenen Schränken ohne Werbemöglichkeiten platziert werden, ohne Selbstbedienungsmöglichkeiten. Das heißt, KundInnen müssen danach fragen. Und schrittweise soll der Verkauf in Supermärkten und allen anderen Geschäften verboten werden, sodass am Ende nur eine begrenzte Zahl lizenzierter Fachgeschäfte übrig bleibt. Wir sind nicht die Einzigen, die so etwas machen. Wir haben uns das abgeschaut von den Niederlanden, die das gerade gesetzlich geregelt haben, dass das stufenweise so eingeführt wird.
Die fünfte Maßnahme bezieht sich auf das Passivrauchen und den bisher noch nicht vollständigen Schutz vor Passivrauchen in Deutschland. Nur 3 Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Bayern und das Saarland, haben umfassende Gesetze zum Schutz vor Passivrauchen. Sie können ja mal im Chat schreiben, ob Sie in einem dieser glücklichen Bundesländer leben oder ob Sie woanders leben. Die Arbeitsstättenverordnung außerdem erlaubt es derzeit, dass an Arbeitsplätzen teilweise Räume für Rauchende eingerichtet werden. Selbst Landesbehörden sind in den meisten Bundesländern in Deutschland nicht rauchfrei. Diese Lücken müssen geschlossen werden, sodass Gastronomie, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und so weiter endlich rauchfrei werden. Bei Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen müssen auch die Außengelände rauchfrei werden. In Deutschland ist es außerdem so, dass zum Beispiel Justizvollzugsanstalten nicht rauchfrei sind. Deshalb muss auch da der Schutz vor Passivrauchen eingeführt werden. Und das muss natürlich dann begleitet werden von Entwöhnungsangeboten. Außerdem müssen die Rauchverbote Tabakerhitzer und E-Zigaretten einschließen. Und wir brauchen eine Förderung von rauchfreiem Wohnraum und Aufklärungskampagnen für zum Beispiel werdende Eltern zu den Gefahren des Passivrauchens für ihre Kinder. Jetzt werde ich ein paar Maßnahmen überspringen, um noch zu ein oder zwei Maßnahmen zu kommen, die mir besonders wichtig sind. Das eine sind die politischen Entscheidungen vor der Beeinflussung durch die Tabakindustrie zu schützen. Denn die Tabakindustrie lobbyiert intensiv politisch Entscheidungstragende in Deutschland und verhindert so effektive Tabakregulierung. Das bedeutet, wenn wir diese Maßnahmen nicht ungefähr wenigstens annäherungsweise erreichen, dann wird es sehr schwierig, auch die anderen Maßnahmen umzusetzen. Gerade erst hat der neue Index zur Einflussnahme der Tabakindustrie in Deutschland 2021 aufgedeckt, dass es vor der Verabschiedung des Tabaksteuergesetzes, das ich vorhin schon erwähnt habe, zahlreiche Konsultationen des Finanzministeriums mit TabaklobbyistInnen gab. Das Finanzministerium verweigert uns die Auskunft über die Inhalte der Gespräche. Das heißt, wir wissen nicht, was dort im Hinterzimmer besprochen wurde. Laut Tabakkontrollabkommen müssen die Kontakte zwischen Politik und der Tabakindustrie auf das Minimum reduziert werden, das für den Gesetzgebungsprozess notwendig ist. Hier in Deutschland wären das beispielsweise offizielle öffentliche Anhörungsverfahren und keine weiteren Treffen. Alle Kontakte müssen vollständig transparent gemacht werden, das heißt Teilnehmende, Protokolle und so weiter veröffentlicht werden. Und außerdem müssen Tabakindustrie Spenden und Sponsoring an Parteien und öffentliche Einrichtungen verboten werden. Und die Maßnahme 10 finde ich auch besonders wichtig, denn wir müssen immer wieder zwischendurch überprüfen, müssen wir irgendwas ändern, sind wir auf dem richtigen Weg, erreichen wir unsere Zwischenziele, erreichen vor allem auch die Maßnahmen alle gesellschaftlichen Gruppen oder werden bestimmte Gruppen vernachlässigt. Dafür brauchen wir eine staatliche Koordinierungsstelle, ein unabhängiges Beratungsgremium aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, ähnlich zum Beispiel der Sachverständigenkommission zu den Gleichstellungs- und Altenberichten der Bundesregierung und jährliche Berichte zu den Fortschritten. Aus dieser Evaluation müssen dann entsprechende Anpassungen der Maßnahmen erfolgen. Ja, ich hatte am Anfang gesagt, dass durchschnittlich alle 4 Minuten ein Mensch in Deutschland an den Folgen des Rauchens stirbt. Das heißt, während ich gesprochen habe, sind 3 bis 4 weitere Menschen gestorben. Deshalb unsere Aufforderung, die Politik muss endlich handeln. Dafür haben wir die Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040 erarbeitet, als Vorlage und als Aufruf an die Politik. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und wir bedanken uns, Frau Gren, recht herzlich für diesen sehr anschaulichen und klaren Vortrag. Und ich finde jetzt gerade kein Klatschsymbol hier unten. Ich glaube, man kann die Hand heben, aber ich hätte Ihnen jetzt gerne noch ein Klatschsymbol zugewunken. Gut, also Fragen kann man, wie gesagt, über das F&A, dieses Frage-Antwort-Tool stellen. Möchte ich nochmal alle ermutigen, das auch zu nutzen. Es sind auch schon Fragen eingegangen und es gibt auch schon eine rege Diskussion im Chat. Ja, also ich würde sagen, dass wir schon mal 1, 2 Fragen angehen, Frau Gren, und zwar Chris
Christel Nowak fragt. Und ich denke, das ist eine ziemlich berechtigte Frage und eine gute Einstiegsfrage. Es steht ja ganz groß im Titel Deutschland tabakfrei. Und dann heißt es aber, es gibt eine gewisse Prozentmarke, die unterschritten werden soll. Wieso sind diese Zielwerte, fragt sie, denn nicht 0% im Sinne von wirklich tabakfrei? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Da haben wir auch verschiedene Diskussionen in der Arbeitsgruppe zu gehabt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, diese unter 5% beziehungsweise unter 2% bei Kindern und Jugendlichen das festzulegen, weil 0% erscheint nicht realistisch. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die vielleicht doch irgendwas ausprobieren. Und es geht uns ja auch nicht darum, diese Produkte zu kriminalisieren, also die Konsumierenden zu kriminalisieren. Auch international sieht man das in den Plänen von anderen Ländern, die das tatsächlich als Regierungspläne schon umgesetzt haben. Die haben auch immer diese 5%-Marke. Das heißt, unsere Jugendlichen mit den 2% sind tatsächlich schon ambitionierter als in manchen anderen Ländern. Also da geht es einfach darum, da eine realistische Zielmarke zu setzen. Natürlich sind 0% finde ich auch am anstrebenswert, ja. Aber halt nicht wirklich umsetzbar, ne? Also es geht, glaube ich, auch bei der Strategie wirklich darum, etwas auf den Weg zu bringen, was auch machbar wäre, sagen wir mal so, ne? Wenn sich alle maximal engagieren würden. Genau, und die 5% gleicht sich auch mit Zielsetzungen, die andere Länder, glaube ich, auch, wie Sie gerade sagten, sich gesetzt haben. Eine Frage von Sören Becker. Wie können wir ein einheitliches, das heißt bundesweites, strenges Nichtraucherschutzgesetz für alle Arbeitsplätze einschließlich der Gastronomie in Deutschland strategisch erreichen? Wären gegebenenfalls auch juristische Wege über das Bundesverfassungsgericht denkbar? Gute Frage. Das liegt so ein bisschen außerhalb meiner Expertise, weil es da auch ganz viel um juristische Fragen geht. Es gab ja auch schon mal ein Verfassungsgerichtsurteil in der Richtung. Da haben wir nicht das erreicht, was wir haben wollten. Allerdings ist es auch schon wieder so viele Jahre her und das Verfassungsgericht orientiert sich an der Realität in Deutschland. Also das heißt auch an den veränderten Lebensverhältnissen. Das sieht man auch in anderen Themen. Insofern könnte das eine Richtung sein. Ich denke auch, dass die neue Regierung das Thema, also die neue Regierung nach den Wahlen, die ja jetzt anstehen diese Woche, das Thema auch nochmal aufgreifen kann und nochmal an die Umsetzung gehen kann. Mhm, vielen Dank. Die nächste Frage kam von Frau Frauke Müller. Sie fragt, warum diese 5%-Marke auch für E-Zigaretten gilt, denn Ihres Wissens enthalten sie gar keinen Tabak, sondern in Anführungsstrichen nur Nikotin. Warum gelten diese Marken, diese Zielmarke, warum gilt die auch für andere Produkte als nur Tabak? Also uns geht es darum, wie gesagt, auch zu verhindern, dass Menschen langfristig abhängig werden und auch das Nikotin macht ja abhängig. Zudem sind die Risiken von Tabakerhitzern und E-Zigaretten, also die Frage bezieht sich ja vor allem auf die E-Zigaretten, noch nicht ganz klar. Das dauert noch eine ganze Weile, bis wir wirklich alle Risiken erfasst haben. Und wir gehen nach dem Vorsorgeprinzip vor. Das heißt, es ist angestrebt, dass auch diese Zahlen entsprechend runtergehen. Wie gesagt, also um das nochmal zu betonen, es geht uns nicht darum, irgendwelche Konsumierenden zu kriminalisieren und Leuten ihre Konsumprodukte oder ihre auch die Produkte wegzunehmen, nach denen sie süchtig sind, sondern die Industrie zu regulieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass auch die E-Zigarettenindustrie nicht einfach an Kinder und Jugendliche vermarkten kann und so weiter. Mhm, vielen Dank. Ja, wir sprachen gerade schon über die politisch Handelnden in Berlin und dazu gibt es eine Frage von Karl Anderson oder Anderson. Welche politischen Parteien haben Ihr Ziel, sich diesem Ziel angeschlossen, ein tabakfreies Deutschland zu erreichen? Da
Dazu habe ich keine Daten. Also wir haben nach unserer Veröffentlichung haben wir auch viele politisch Entscheidungstragende angeschrieben. Also das heißt die Mitglieder des Bundestages, Ministerien im Bund, aber auch in den Ländern und haben auch viele Rückmeldungen bekommen. Aber also jetzt in Bezug auf die politischen Parteien, auf die einzelnen, kann ich da nicht sagen, welche Parteien das genau umsetzen. Ich sollte mich vielleicht auch als Deutsches Krebsforschungszentrum vielleicht ein bisschen zurückhalten mit einer Empfehlung, mit einer Wahlempfehlung hier. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann weiß man schon, dass bestimmte Parteien da auf keinen Fall mitmachen werden. Vielleicht kann ich eine Frage dann anschließen. Was ist denn Ihr Gefühl? Sie haben diese Strategie ja im Mai auch breit öffentlich gemacht. Wie kommt das denn an bei den politisch Handelnden in Berlin oder vielleicht auch in Landesregierungen? Was ist Ihr Gefühl, wie diese Strategie angenommen wird dort? Also das Erste, was wir gesehen haben, war, dass in einer Debatte zum Tabaksteuergesetz einer der Mitglieder des Bundestages die Strategie schon ausgedruckt dabei hatte. Also man konnte das richtig sehen und dann zitierte er aus der Strategie. Das heißt, daran sieht man schon, das wird für einige Leute als nützliches Dokument gesehen, auch wenn nicht eins zu eins jetzt das umgesetzt werden soll. Aber es ging uns ja auch vor allem darum, eine Vorlage zu bieten und eine Übersicht zu bieten. Und das ist schon die Rückmeldung, die wir auf jeden Fall bekommen. Das ist ein übersichtliches Dokument ist, wo endlich mal alles zusammengefasst ist, was getan werden sollte und auch mal ein Ziel gesetzt wird. Also bisher ist ja Deutschland, die Tabakkontrolle in Deutschland ist ja eher Stückwerk. Also man macht mal hier ein bisschen was und dort ein bisschen was, wenn überhaupt. Und jetzt gibt es ein Strategiepapier, das sagt, wir wollen wohin, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Und hier habt ihr die Übersicht, in der das, wie man es erreichen kann. Sie hatten ja gesagt, wer mitgewirkt hat an der Strategie. Es kam noch eine Frage rein von Ernst-Günther Krause. Haben denn auch PolitikerInnen mitgewirkt an diesen 10 Punkten? Nein, also wir haben ganz bewusst Entscheidungstragende ausgeschlossen, um eben unabhängig von der Politik erstmal einfach rein auf Expertise-Ebene und rein auf der Ebene der internationalen Vorgaben diese Strategie zu entwickeln. Also die Politik, was die aus dem Papier dann letztendlich macht, das ist wiederum eine andere Ebene, auf der dann diskutiert wird, wo wir auch uns immer wieder weiter einbringen werden. Aber es ging uns wirklich darum, ein unabhängiges Papier zu erstellen. Prima, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir können vielleicht gleich noch weiter mit Ihnen diskutieren, aber ich würde jetzt gerne im Programm voranschreiten und zu unserer zweiten Referentin übergehen. Das ist Frau Sonja von Eichborn und sie leitet seit über 10 Jahren das Projekt Unfair Tobacco. Das Projekt verbindet die Themenbereiche nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte und Tabakkontrolle. Und seit Februar 2020 koordiniert sie das Netzwerk Kinder, Frauenrechte und Tabakkontrolle. Ja, und Frau von Eichborn wird uns etwas mehr erzählen über die internationale Verantwortung, die Deutschland trägt in dem Bereich Tabakkontrolle. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank auch an das DKFZ, an Laura für die Einladung, an dieser Strategie mitzuarbeiten. Das hat mich sehr gefreut. Das war sehr bereichernd. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei. So, können Sie jetzt alles gut sehen? Ja, kann man sehr gut sehen. Wunderbar. Also nun geht es um die internationale Verantwortung Deutschlands, so heißt mein Vortrag. Denn wenn wir über ein tabakfreies Deutschland sprechen, dann geht es nicht nur darum, weniger Tabakkonsum in Deutschland zu haben, sondern auch um die internationale Verortung dieses Vorhabens und die Verknüpfung mit anderen Politikbereichen, wie zum Beispiel mit der Umwelt, Menschenrechten, Bildung, Landwirtschaft und so weiter. Und darum geht es in meinem Vortrag. Ich werde mal kurz darauf eingehen, wie hängen denn die Tabakkontrolle mit den SDGs zusammen, werde das ein bisschen vertiefen, was wir gerade schon gehört hatten. Werde dann den Blick über den Tellerrand bieten, nämlich wir gehen in den globalen Süden und schauen, welche Folgen hat denn der Tabakanbau dort
und sehen dann auch, was bringt denn das Lieferkettengesetz, das jetzt hier in Deutschland beschlossen worden ist, in diesem Bereich. Und werden dann einen Schritt noch weitergehen. Was heißt es denn, wenn es ein tabakfreies Deutschland gibt, also weniger Tabak gebraucht wird, um Zigaretten zu produzieren? Was können denn dann Tabakfarmerinnen machen in dieser Zukunft? Und dann gucken wir nochmal zurück auf den Tabakkonsum. Denn wenn es hier weniger Tabakkonsum gibt, dann werden die Firmen natürlich andere Absatzmärkte sich suchen. Das tun sie schon sehr intensiv. Und viele dieser Absatzmärkte liegen eben im globalen Süden. Und auch da hat Deutschland eine Verantwortung, sich mit zu beteiligen an der Tabakkontrolle. Zunächst, wie hängen Tabakkontrolle und SDGs zusammen? Der Herr Kotz hat es schon erwähnt. Vor 6 Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf 17 nachhaltige Entwicklungsziele, Sustainable Development Goals und kurz SDGs, verabredet. Und den ersten Teil, den Laura vorgetragen hat, der hat sich dezidiert natürlich mit dem SDG 3, Gesundheit für alle in jedem Alter, beschäftigt. Aber wenn man den gesamten Lauf vom Saatbeet bis zur Zigarettenkippe anschaut, dann behindert Tabak die Erreichung aller 17 Ziele. Hier habe ich einen kleinen Ausschnitt drauf kopiert, welche Ziele denn beim Tabakanbau behindert werden. Und das sind 11 von 17 Zielen, die ganz konkret und direkt behindert werden und indirekt dann auch nochmal andere. Wir sehen, Armut und Hunger hat damit zu tun. Wir sehen auch menschenwürdige Arbeit oder Klimaschutz, Geschlechtergleichheit, all dies steckt da drin. Und dieser Bereich ist dann eben in der Strategie für ein tabakfreies Deutschland in der Maßnahme 8 verortet, wo es darum geht, was kann Deutschland im Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit denn eigentlich tun. Ich gehe mal weiter zum Tabakanbau. Der schadet Mensch und Umwelt, habe ich geschrieben. Dazu muss man natürlich erstmal sagen, Deutschland ist ein Hauptakteur im weltweiten Tabakhandel. Deswegen sprechen wir hier auch darüber vor allem. Deutsche Firmen importieren und exportieren Rohtabak, obwohl in Deutschland sehr wenig Tabak hergestellt wird. Sie importieren und exportieren Zigaretten und deutsche Firmen stellen Zigaretten her. Dafür braucht man Rohtabak und vieles davon wird importiert aus Ländern wie Brasilien, Indonesien, Malawi, Sambia, Tansania, aber auch Bangladesch oder Indien ist mit dabei. In diesen Ländern findet der meiste Tabakanbau der Welt statt. Nicht nur in denen, die ich aufgezählt habe, aber im globalen Süden. Beim Tabakanbau gibt es große Gesundheitsrisiken. Und zwar kommen die her vor allem von dem Nikotin, das in den Tabakblättern enthalten ist. Da gibt es sogar eine Berufskrankheit, die heißt Green Tobacco Sickness, auf Deutsch grüne Tabakkrankheit. Das Nikotin geht ja durch die Haut in den Körper. Deswegen funktionieren ja auch die Nikotinpflaster bei der Entwöhnung. Man kann sich also vorstellen, dass das Mädchen, das wir auf dem Bild sehen, gerade auch Nikotin aufnimmt durch die Haut, weil sie da Tabakblätter zusammenbindet. Warum ist das Mädchen auf diesem Bild, kann man sich jetzt fragen. Das liegt daran, dass im Anbau von Tabak ein sehr großes Machtungleichgewicht herrscht. Es sind große multinationale Konzerne, die Verträge haben mit kleinbäuerlichen Betrieben. Und durch dieses Machtungleichgewicht können die Preise so niedrig gehalten werden von den Konzernen, dass die Familien mehr oder weniger durchgehend in Schulden sind und deshalb auch alle mitarbeiten müssen, nämlich auch die Kinder. Kinderarbeit im Tabakanbau ist als eine der gefährlichsten Arbeiten klassifiziert von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation. Und trotzdem findet sie in vielen Ländern statt. Die Folgen für die Kinder sind weniger Bildung, auch körperliche Entwicklungsschäden durch die Vergiftung und durch die schwere Arbeit. Und ihr Recht auf Schutz vor Ausbeutung wird massiv verletzt in diesem Bereich. Das ist der eine Teil zum Thema Menschenrechte, ganz kurz nur. Und zum Thema Umwelt, da habe ich Ihnen den Klimafußabdruck der globalen Tabakindustrie mal kurz hinkopiert. Die Industrie
verbraucht jährlich 84 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das ist also nicht einfach nur CO2, das in die Luft gepustet wird, sondern alles ist eingerechnet, was an Umweltschäden passiert. Und wenn wir auf diesen Kreis gucken, sehen wir, der Anbau und die Trocknung vom Tabak machen mehr als 3/4 des Klimafußabdrucks der globalen Tabakindustrie aus. Jetzt sind diese 84 Millionen Tonnen, das ist eine Größe, da weiß keiner, was soll das bedeuten. Als Vergleich, das ist ungefähr 2-mal so viel, wie das Land Dänemark jedes Jahr ausstößt. Also es ist eine ganze Menge. Das wird im Tabakanbau und in der Tabaktrocknung wird das verursacht durch sehr viele Pestizide. Die führen zu Gewässerschäden. Die führen auch dazu, dass Böden voller Chemikalien sind. Und natürlich im Umkehrschluss müssen sie vorher produziert werden. Das macht auch Umweltschäden. In der Tabaktrocknung ist es so, dass viel Tabak über Holzfeuer getrocknet werden muss und deswegen Wald abgeholzt wird, der dann anschließend verfeuert wird. Das heißt, der CO2-Speicher wird abgeholzt und anschließend verfeuert und das CO2 geht in die Luft. Deswegen hat die Tabaktrocknung so einen großen Anteil am Klimaschaden. Was kann man nun tun aus einer deutschen Perspektive? Wir haben die Initiative Lieferkettengesetz sehr stark unterstützt. Das ist eine Initiative, die dafür sorgen möchte und es auch zum Teil geschafft hat, dass deutsche Unternehmen verpflichtet werden, in ihren Lieferketten auf Risiken für Menschenrechte und auf Umweltschäden zu achten und wenn es Probleme dort gibt, auch Abhilfe zu schaffen. Der Referenzrahmen für die Tabakindustrie ist hier der Artikel 18 aus der Tabakrahmenkonvention. Der heißt Arbeits- und Umweltschutz, unter anderem im Tabakanbau. Und da trägt sozusagen das Lieferkettengesetz ein wenig bei. Allerdings war es ein sehr harter Kampf, bis das Gesetz im Juni tatsächlich verabschiedet worden ist. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Tabakwerbeverbot. Es hat unheimlich viel Schatten in diesem Gesetz. Das Licht ist, dass es das Gesetz gibt und nun muss es sehr stark nachgebessert werden. Ich habe aufgezählt unten, was alles verbessert werden müsste. Das eine ist zum Beispiel, alle Unternehmen müssten erfasst werden. In Deutschland werden durch dieses Lieferkettengesetz in der Tabakindustrie nur 3 Tochterfirmen von Multinationalen erfasst, die dann praktisch auf ihre Lieferkette achten müssen. Und alle anderen können weiter Tabak aus Kinderarbeit kaufen. Deswegen sagen wir, es müssen alle erfasst werden, nicht nur die Größten. Das Zweite ist, dass die gesamte Lieferkette nicht erfasst ist, sondern nur praktisch der erste Zulieferer, bei dem muss nachgeguckt werden, ob es Risiken in Bezug auf Menschenrechte oder Umwelt gibt. Die meisten ersten Zulieferer in der Tabakindustrie sitzen in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land. Das heißt, da, wo die Menschenrechtsverletzungen, Umweltschäden entstehen, weit weg von hier, dahin wird nur dann geguckt, wenn es einen Anlass gibt. Nur dann muss da geguckt werden. Das heißt, der Aufwand ist sehr, sehr viel größer, um diese Abhilfe schaffen zu können später. Als dritter Punkt, die Unternehmen müssen für die Schäden haftbar gemacht werden. Im Moment gibt es keine Haftungsklausel. Das bedeutet, Geschädigte werden nicht entschädigt. Und als vierter Punkt, die Umweltschäden müssen stärker berücksichtigt werden. Das habe ich deshalb geschrieben, denn nur Umweltschäden, die nachweislich zu Menschenrechtsverletzungen führen, sind in diesem Gesetz beinhaltet, nicht der Schaden selber. Das sind also Punkte, die verbessert werden müssen, aber wir sind immerhin, wir haben ein Gesetz bekommen. Das ist schon sehr gut. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn es eine tabakfreie Welt geben soll und auch ein tabakfreies Deutschland, dann braucht man weniger Tabak. Was machen denn dann die Tabakfarmer und Farmerinnen? Da ist der Referenzrahmen dazu auch in der im Tabakrahmenübereinkommen enthalten. Das ist der Artikel 17, die Förderung von alternativen Einkommensmöglichkeiten. Der gehört genauso wie der Artikel vorher, der Artikel 18, zu den am wenigsten umgesetzten Artikeln der WHO-FCTC. Die wesentlichen Hindernisse, die Bauern und Bäuerinnen haben, damit sie aus dem Tabak aussteigen können und in was anderes einsteigen können, sind Finanzen,
sind Know-how zu anderen Agrarprodukten oder zu anderen Einkommensmöglichkeiten und Marktzugänge. Das sind also die drei größten Hindernisse, die es gibt. In Bezug auf Deutschland kann man sagen, es gibt immerhin ein Projekt, ein Modellprojekt ganz konkret, das von der deutschen Bundesregierung gemacht wurde. Da hat die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GITS, das ist die Deutsche Entwicklungsorganisation, ein grünes Innovationszentrum gebaut, nee, nicht gebaut, aber angegliedert, in Malawi. Das ist im Rahmen einer Entwicklungsinitiative, die heißt Eine Welt ohne Hunger. Und das Ziel dieser Entwicklungsinitiative ist, dass Wertschöpfungsketten in Ländern des Südens aufgebaut werden. In Malawi wurde das angesiedelt an einem College, in dem bis dato ausschließlich Tabakanbau gelehrt wurde. Und es bestand dann darin, dass dort in den Lehrplan der Anbau von Sojabohnen und Erdnüssen zum Beispiel mit eingegliedert wurde. Da sind viele Leute ausgebildet worden, die das nur praktisch in Beratertätigkeiten bei den Landwirten und Landwirtinnen bekannt machen. Und damit bieten sie explizit Alternativen zum Tabakanbau an. Das ist ein sehr guter Schritt, aber es ist halt nur ein kleines Projekt in einem Tabakanbauland. Deswegen kann man sagen, da sieht man, es kann gehen, es ist nicht so schwierig. Das muss in anderen Tabakanbauländern auch gehen, in Ländern, in denen es Landwirtschaftsprojekte gibt und in denen Tabak angebaut wird, müssen TabakfarmerInnen explizit als Zielgruppe angesprochen werden. Und dann ist das ein guter Schritt auch hin zu einer tabakfreien Welt und zum tabakfreien Deutschland. Jetzt komme ich noch mal zurück zum Thema Tabakkonsum. Es gibt da in dem Rahmenübereinkommen einen Artikel, der heißt 26,3.3, den kennen ganz wenige Leute. Der Artikel 26 befasst sich mit der Finanzierung von Tabakkontrolle. Dadurch, dass Deutschland ein Hocheinkommensland ist, kann und soll es auch einen Beitrag für eine tabakfreie Welt leisten. Und der steckt zum Beispiel in dem Artikel 26.3. Da heißt es, dass die Hocheinkommensländer, Niedrig- und Mitteleinkommensländer dabei unterstützen, Tabakkontrolle durchzuführen, den Tabakkonsum zu senken. Da steht explizit auch drin, dass alternative Einkommensmöglichkeiten gefördert werden sollen, aber auch, dass die Senkung des Tabakkonsums und die Einführung von Tabakkontrolle gefördert werden soll. Es gibt bei der Weltgesundheitsorganisation ein Sekretariat, das die Durchführung der FCTC organisiert. Und dort wurde ein Projekt angesiedelt, das ist ein internationales Entwicklungsprojekt, bei dem Niedrig- und Mitteleinkommensländer unterstützt werden in der Umsetzung des Tabakkontrollabkommens. Interessant dabei ist, dass für dieses Projekt es keine regulären Beiträge gibt, die sonst die Staaten zu dem Übereinkommen zahlen, sondern dass es extra Budget eingeworben werden muss. Und in diesem Fall kommt es bisher von Großbritannien, Norwegen und Australien. Das ist natürlich ein Bereich, wo man auch sagen kann, Deutschland soll auch seinen finanziellen Beitrag leisten. Bisher sind in drei Phasen des Projektes 33 Länder unterstützt worden. Im Wesentlichen geht es darum, die gesetzliche Umsetzung von Tabakkontrolle zu unterstützen, die Politik, die Gesundheitspolitik vor der Einflussnahme der Tabakindustrie zu schützen, die Steuerpolitik auf den Weg zu setzen, Verpackungsvorschriften und Entwöhnungsangebote zu unterstützen. Das sind so die wesentlichen Arbeitsbereiche dieses FCTC 2030-Projekts, wo eben unsere Forderung ist, dass die deutsche Regierung dafür auch Finanzen bereitstellt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den bilateralen Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland hat ja sehr viele Partnerländer in der Entwicklungszusammenarbeit, die eignen sich nicht einfach alle für eine solche Unterstützung, sondern man muss ziemlich genau gucken, welche Voraussetzungen sind in dem Land gegeben und welche Projekte sind vielleicht auch schon dort angesiedelt, in welcher Form wird da schon
Entwicklungszusammenarbeit geleistet. Ich habe jetzt als Beispiel Tansania genommen. Tansania ist auch ein Vertragsstaat der FCTC. Dort haben wir zum Beispiel Probleme, dass es im Nichtraucherschutz, der ist recht schlecht bestellt. Die Tabakindustrie hat großen Einfluss, denn es ist auch ein Tabakanbauland und da ist erst vor kurzem eine neue Zigarettenfabrik oder nee, eine Tabakverarbeitungsfabrik eröffnet worden. Und die Tabaksteuern liegen weit, weit unter den WHO-Empfehlungen. Gleichzeitig hat dort Deutschland Entwicklungszusammenarbeit zum Thema gute Regierungsführung im Bereich Finanzen und im Bereich Gesundheit zum Thema nachhaltige Gesundheitsfinanzierung. Und das zum Beispiel ist ein Kontext, in dem man sagen kann, hier wäre eine gute Möglichkeit, dass auch eine deutsche Entwicklungszusammenarbeit Tabakkontrolle in einem Partnerland unterstützt. Damit habe ich die Runde gemacht. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt, was es an Fragen gibt. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau von Eichborn, für diesen sehr spannenden Vortrag. Also wenn man sich wie ich eher mit dem Problem am Ende beschäftigt, ne, mit den Raucherinnen und Rauchern, die man irgendwie vom Rauchen abhalten will, irgendwo hier in der Allgemeinmedizin, in der Haushaltspraxis und dann sieht, was da alles davor und dahinter passiert, finde ich das immer sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also vielen lieben Dank für diese tolle Übersicht. Ich lade nochmal alle ein, das F&A-Tool zu nutzen, und diese Gelegenheit, Frau von Eichborn, auch nochmal Fragen zu stellen. Vielleicht darf ich mit einer Frage anfangen. Und zwar hatten Sie ja zum Lieferkettengesetz auch explizit ein paar Dinge gesagt. Und ich würde mal vermuten, dass so ein Lieferkettengesetz, was wir jetzt in Deutschland haben, der Erfolg oder Misserfolg hängt ja wahrscheinlich auch sehr davon ab, wie andere Länder das machen. Also ich weiß da leider nicht so viel dazu. Können Sie dazu ein, zwei Worte sagen, wie das in anderen europäischen Ländern, ob es ähnliche Lieferkettengesetze auch gibt? Also ich denke mal so, das ist so ein Problem. Wenn nur ein Land das macht, die anderen das nicht, dann löst es das Problem insgesamt vielleicht nicht. Können Sie dazu ein, zwei Worte sagen, wie das ist, wie andere Länder damit umgehen, dieser Thematik? Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns in der INI-Lieferkettengesetz auch schon gestellt gehabt, ganz am Anfang. Und da ist es auch ähnlich gewesen wie jetzt mit der Strategie für ein tabakfreies Deutschland. Man hat sich umgeguckt, was es gibt. Es gibt zum Beispiel in Frankreich ein ähnliches Gesetz. Es gibt eins in den Niederlanden. Und sonst in europäischen Ländern nicht. Also Deutschland ist mit ein Vorreiter. Aber es gibt inzwischen eine europäische Initiative, die sehr, sehr stark ist und viel weiter geht als das deutsche Gesetz, die jetzt vom Parlament und von der Kommission praktisch in die Wege geleitet worden ist, dass es auf europäischer Ebene ein Lieferkettengesetz geben soll. Das heißt dann wahrscheinlich eher Gesetz für Wirtschaft und Menschenrechte oder Unternehmensverantwortungsgesetz oder ähnlich. Aber es geht um dieselben Dinge und da ist eine Menge Bewegung drin, wo man jetzt natürlich in den nächsten Jahren sehr stark auf internationaler Ebene mitwirken kann. Gibt es denn auch schon ein Beispiel, wo so ein Gesetz gegriffen hat? Also wo, oder so eine Maßnahme, diese Lieferkette anzugehen, die wirklich gezeigt hat, dass sich vor allen Dingen am Anfang der Lieferkette Bedingungen positiv verändert haben? Das ist eine gute Frage. Das ist alles noch nicht, gar nicht so lange her, dass das tatsächlich überhaupt hier auf dem Plan ist oder auch generell diskutiert wird. Diese Form von Gesetzen gibt es noch gar nicht so lange. Das ist seit vielleicht 5 Jahren gibt es diese Gesetze. Das heißt, die Auswirkungen kann man eigentlich noch nicht wirklich sehen. Aber es gibt zum Beispiel auf der anderen Seite auch MenschenrechtsanwältInnen, die sich dieser Sache annehmen. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es eine Anwaltskanzlei, die hat in Malawi eine Sammelklage aufgenommen und verklagt nun British American Tobacco und Imperial Brands auf unrechtmäßige Bereicherung. Und zwar aufgrund von Kinderarbeit auf den Tabakfeldern und von Verschuldung der Tabakbauern. Also es gibt schon, da ist noch kein Urteil gesprochen, aber das Gericht hat zum Beispiel den Einwand von den beiden Tabakfirmen abgewiesen, die gesagt haben, das liegt nicht in unserer Macht, das darf hier nicht verhandelt werden, sondern sie haben die Klage angenommen. Das ist ein sehr guter, wichtiger Schritt. Und da muss es einfach noch weitergehen.
Es gibt auch ein bisschen ähnliche Bewegungen in der Bekleidungsindustrie. Da sind vielen bestimmt die Bilder oder die Informationen aus Bangladesch noch bekannt, wo eben Bekleidungsfirmen zusammengebrochen sind, wo viele, viele Menschen gestorben sind, über 1000 beim Rana Plaza-Unfall. Da gab es ähnliche Bestrebungen und da gibt es auch das ein oder andere Abkommen, das da tatsächlich Dinge verändert hat. Aber den großen Wurf, auf den warten wir noch ein bisschen. Naja, vielleicht kommt er ja bald, ne? Also das wollen wir alle hoffen. Sehr interessant. Vielleicht gehe ich nochmal zurück zu Frau Grähn. Also die Diskussionsrunde ist eröffnet für sämtliche Fragen natürlich. Frau Grähn, wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt, es sind ja 10 Maßnahmen, die meisten haben Sie jetzt auch ausführlich nochmal dargestellt. Kann man die denn nebeneinander in irgendeiner Art und Weise gewichten? Also gibt es Maßnahmen, die, sagen wir mal, das Ziel ist klar, tabakfreies Deutschland. Was würden Sie sagen? Sind die 10 Maßnahmen alle gleichermaßen wichtig? Müssen die alle nachverfolgt werden? Gibt es vielleicht Maßnahmen, die schwerer wiegen, die irgendwie einen besonders großen Impact haben? Kann man dazu was sagen? Das ist eine gute Frage. Das war auch wiederum eine der Diskussionen, die wir in der Arbeitsgruppe hatten, weil wenn man jetzt irgendwie von 1 bis 10 auflistet, dann könnte das so verstanden werden, als wäre die 10. Maßnahme nicht so wichtig wie die 1. Maßnahme. Also um unser Ziel zu erreichen, brauchen wir schon diese 10 Maßnahmen, die ineinander greifen sollen. Das ist total wichtig. Aber man kann gewisse Gewichtungen kann man schon machen. Also zum Beispiel die Tabaksteuern, die ich als erstes vorgestellt habe, das sind nun mal die effektivste Maßnahme, um Rauchende zum Rauchstopp zu bewegen und um Kinder und Jugendliche durch die hohen Preise einfach davon abzuhalten, anzufangen zu rauchen, weil es einfach nicht im Taschengeld mit dem Taschengeld finanzierbar ist. Und das sieht man auch in anderen Ländern, die zum Beispiel konsequent die Tabaksteuern in den letzten Jahrzehnten immer weiter erhöht haben, dass da die Zahl der Rauchenden stark heruntergeht. Man sieht aber auch, dass da gleichzeitig andere Maßnahmen ergriffen wurden, also Werbeverbote, Entwöhnungstherapieangebote und so weiter. Also man kann das so nicht gewichten. Die sind schon alle sehr gleich wichtig oder ungefähr gleich wichtig. Und man braucht diese ineinandergreifenden Maßnahmen. Ja, prima. Vielen Dank. Jetzt kommen noch ein, zwei Fragen rein. Eine Frage von Karl Andersson an mich. Ja, mal gucken, ob es zum Thema passt. Beteiligung von Krankenkassen an der Tabakentwöhnung. Sind Sie mit den aktuellen Änderungen in den Richtlinien zufrieden und wie würden Sie die aktuelle Unterstützung in Deutschland mit zum Beispiel der Lage in Großbritannien vergleichen? Ja, das ist ja auch eine der Maßnahmen aus der Strategie, also Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, mit evidenzbasierten Angeboten zu unterstützen, die dann auch idealerweise von den Krankenkassen übernommen werden. Das ist ja in Deutschland aktuell nicht der Fall, beziehungsweise nur teilweise, dass verhaltenstherapeutische Angebote teilweise von manchen Krankenkassen, von manchen nicht erstattet werden. Dazu gab es jetzt eine Gesetzesänderung in dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, wo dieser Punkt drin aufgenommen wurde. Und es soll dazu führen, dass in der Zukunft evidenzbasierte Tabakentwöhnungsangebote tatsächlich erstattet werden von den Krankenkassen. Es liegt jetzt dieses Gesetz im gemeinsamen Bundesausschuss und dort wird beraten, wie das konkret in die Praxis umgesetzt wird. Das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Also es ist ein Beratungsprozess, der sicherlich noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass es eine Kombination geben wird, dass nicht nur eine Pharmakotherapie, also Nikotinpflaster, ohne eine Unterstützung angeboten wird, dass es da also auch immer eine unterstützende Maßnahme geben muss. Und ich bin selber auch gespannt, wie das konkret ausgearbeitet wird. Bin aber jetzt, was Frau von Eichborn auch sagt, es ist erstmal schön, dass es jetzt ein Gesetz gibt, das in die richtige Richtung geht und dieses Thema aufgreift. Und es wird sicherlich zu einer Verbesserung führen. Ob es dann optimal sein wird, so wie wir uns alles wünschen würden, direkt müssen wir sehen. Aber es geht in die richtige Richtung und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
Und dann war da noch eine Frage von Christelle Nowak. Als betriebliche Suchtbeauftragte suche ich immer wieder aktuelle Themen, die sich für eine Info an die Belegschaft eignen. Wichtig ist ein aktueller Aufhänger. Daher die Frage, welchen Status hat die Strategie, die hier vorgestellt wurde? Das habe ich leider nicht mitbekommen. Wer von Ihnen beiden könnte dazu vielleicht kurz etwas sagen? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher eine Frage an mich. Also im Moment ist das eine Initiative aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Wir machen auch, also wir sprechen auch politisch Entscheidungstragende an. Dafür wurde diese Strategie ja gemacht und hoffen, dass nach der Bundestagswahl in einem Koalitionsvertrag ein entsprechendes Ziel oder zumindest einige der Maßnahmen auftauchen werden. Und das könnte dann wiederum der aktuelle Aufhänger sein für zum Beispiel so einen Newsletter an die Belegschaft. Ansonsten, ja, war die Strategie ja veröffentlicht am Weltnichtrauchertag. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Und ist angedacht, dass sowas vielleicht auch von Seiten des DKFZ vielleicht irgendwie aufgearbeitet, angeboten wird, dass solche Sachen einfach weitergeleitet werden können? Oder wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn man jetzt im betriebsärztlichen Dienst ist, ob man ein kurzer Informationstext, den man einfach weiterleiten kann, oder wird sowas, ist sowas auch angedacht, so etwas, solche Newsletter also vielleicht vorzubereiten? Wenn sich jemand an uns wendet und darum bittet, ob wir irgendetwas schicken können oder so, was verwendbar ist, dann helfen wir gerne aus. Also einfach an uns wenden, an unsere E-Mail-Adresse schicken. Und genau, also da, das ist, glaube ich, dann auch irgendwie, muss ja auch individuell abgestimmt werden und zu der jeweiligen Belegschaft zum Beispiel passen oder so. Da kann man gerne drüber sprechen. Prima. Dann kam noch eine Frage von Michael Freitag, auch wieder im Kontext von Entwöhnung. Es gibt eine Nichtraucher-App, die heißt Nichtraucherhelden. Und die Frage ist, gibt es noch weitere Entwöhnungs-App und gibt es dazu Erfahrungs- und Testberichte? Vielleicht eine ganz kurze Antwort meinerseits. Also es gibt wahrscheinlich hunderte von Apps zur Tabakentwöhnung, die im App Store irgendwie zur Verfügung sind. Fast keine davon ist evidenzbasiert, also wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Bei den Nichtraucherhelden handelt es sich jetzt tatsächlich um eine App, die ein DIGA-Zertifikat hat, also das, was als digitale Gesundheitsanwendung auch jetzt verschrieben werden kann. Das ist ja eine Entwicklung, dass Apps auch von zu verschiedenen Therapiemöglichkeiten auch ärztlich verschrieben werden können. Daran vorab geht eine Prüfung durchs BfArM und müssen auch Daten gezeigt werden, dass diese App eine Art von Nutzen hat. Das ist hier der Fall und das ist also, glaube ich, die erste DIGA-Rauchentwöhnungs-App, die es gibt. Und es werden sicherlich noch weitere folgen, denke ich. Gut, ja, ein bisschen mit Blick auf die Zeit, glaube ich, sind wir ganz gut im Rahmen geblieben und ist es, glaube ich, an mir, so langsam die Sitzung zu einem Ende zu führen. Ich möchte mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken bei Laura Grähn und Sonja von Eichborn für diese interessanten Vorträge, für die Organisation dieses Online-Seminars. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmenden, die sich heute die Zeit genommen haben, sich dazugeschaltet haben. Ich hatte eingangs gesagt, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, diese Veranstaltung später auch nochmal online sich anzugucken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt nichts Falsches sage Richtung Organisation, soll es auch noch für alle Teilnehmenden später einen Link geben, der dann auch verschickt werden kann, um diese Veranstaltung auch weiter zu teilen mit Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Thema interessieren. Und so würde ich es jetzt hierbei belassen und hier im Rheinland scheint die Sonne, wie immer natürlich. Und ich hoffe, Sie alle haben noch einen schönen Tag und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich würde mich freuen, wenn es irgendwann ein ähnliches Seminar zu diesem Thema nochmal gibt und dass wir mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank auch von mir. Ja, auch von mir. Vielen Dank für die spannenden Fragen.